Liebe Gäste, sie ist die Bundesrätin ihrer Branche, wenn Sie so wollen. Sie ist zuständig für Kommunikation und damit auch für Telekommunikation, die Vorsteherin des UVEC, des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und eben Kommunikation. Wie steht es um die Infrastruktur im Bereich der Kommunikation? Was sind die aktuellen Herausforderungen? Was sind vielleicht auch die Visionen für die Schweiz für die nächsten Jahre? Bitte begrüßen Sie mit einem kräftigen Willkommensapplaus Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Guten Morgen. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, lieber Herr Grütter, ich begrüße Sie in absentia und schicke Ihnen damit auch meine allerbesten Wünsche für eine gute und rasche Genesung. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute Morgen hier bei Ihnen zu sein, an diesem Ort, wo man das Gefühl hat, man spürt förmlich, da sind Ideen in der Luft, da ist so viel Fachwissen versammelt. Allein die Aufzählung der Referate an diesem Swiss Telecommunication Summit gibt einen Einblick in eine Welt der schier unendlichen Möglichkeiten. Gleich nach mir werden Sie ja ein Referat hören zur Frage, ist unser Gehirn für die moderne Kommunikation geeignet? Ich bin nicht Neuropsychologin, ich erspare Ihnen meine Einschätzung zu diesem Thema, aber was ich sagen kann, in der Politik macht die moderne Kommunikation rasante Fortschritte. Und Herr Professor Jenke, den ich auch schon gehört habe, uns verbindet etwas, nämlich das Interesse an der Musik und die Zusammenhänge zwischen Gehirn und Musik. Er wird Ihnen auch sagen können, was diese rasanten Fortschritte in der Telekommunikation mit uns machen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, der seine Botschaften ja hauptsächlich per Videokonferenz rund um den Globus verbreitet, er verkörpert ein Stück weit diesen Wandel der Telekom, der Kommunikation beispielhaft. Ich bin vor 2 Jahren als damalige Bundespräsidentin in die Ukraine gereist. Der visionäre Geist und der Enthusiasmus, die ich dort antraf, das hat mich schon damals sehr beeindruckt. Ich besuchte zum Beispiel den ersten Innovationspark des Landes, Unit City, ein Prototyp der Stadt der Zukunft, ein Ökosystem, in dem innovatives Unternehmertum und Forschung gedeihen können. Was ist von dieser Unit City übrig geblieben? In den letzten Jahren, bevor der Krieg ausgebrochen ist, hat die Ukraine ihre Infrastruktur zur Förderung der Innovation stark ausgebaut. Präsident Zelensky trieb die Digitalisierung mit Riesenschritten voran. Er wollte beispielsweise den Einwohnerinnen und Einwohnern seines Landes alle Dienstleistungen des Staates über eine App auf dem Handy zugänglich machen. Das möchten wir auch und wir üben auch schon lange in der Schweiz. Dieser Technologieschub hat sich rückblickend, ich komme jetzt wieder zurück zur Ukraine, als segensreich erwiesen. So wurde etwa in Kiew, also in der Hauptstadt, eine App für den Online-Kauf von ÖV- und Parktickets in weniger als 24 Stunden in eine Notfall-App umfunktioniert. Jetzt warnt sie Menschen vor Luftangriffen und sie weist ihnen den Weg zu einem nächsten Schutzraum. Das Entwicklerteam hat kürzlich neue Funktionen hinzugefügt, mit denen die Menschen Beweismittel aufnehmen können, die sich später bei der Verfolgung von Kriegsverbrechen vor den internationalen Gerichten verwenden lassen. Der Zustand unserer Infrastrukturen zeigt sich in den Krisen. Die Telekommunikationsnetze in der Ukraine scheinen sogar dem Krieg standzuhalten. In der Schweiz sorgt der Bundesrat dafür, dass die Bevölkerung auf eine gut funktionierende Infrastruktur zählen kann. Und das ist etwas, was die Schweiz immer ausgezeichnet hat. Dass wir eben nicht nur in den Zentren investieren, sondern im ganzen Land. Es gehört sozusagen zur DNA der Schweiz, dass keine Region abgehängt wird. Die Bevölkerung in allen Regionen der Schweiz
sondern gleich guten Zugang zu den Infrastrukturen des Bundes haben und damit auch eben am wirtschaftlichen und am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Und das gilt jetzt nicht nur für das Stromnetz und das Schienennetz, sondern eben auch für die Telekommunikation. Auf diesem Feld ist ja die Entwicklung höchst dynamisch. Das Volumen der übertragenen Daten verdoppelt sich alle 12 bis 18 Monate. Leistungsstarke Telekommunikationsinfrastrukturen sind für die Wirtschaft und die Gesellschaft ebenso unverzichtbar wie gute Straßen. Ich habe kürzlich die Gemeindepräsidentinnen der Schweiz nach Bern eingeladen. Und da haben mir drei Gemeindepräsidentinnen aus dem Raum Emmental erzählt, erstens, also sie haben sich auch ein bisschen beklagt, wenn ich das gleich sagen darf, dass eben bei ihnen, natürlich in sehr abgelegenen Gebieten, Bauernhöfen, dort zum Teil noch nicht einmal ein Anschluss ans Internet besteht. Ja, Sie kennen das Emmental, da hat es viele Hügel, da können Sie auch mit einer Mobilfunkantenne dann nicht einfach das ganze Gebiet abdecken. Und Sie haben mir geschildert, wie das für das Fortbestehen jetzt auch Ihrer Betriebe, aber gerade auch das Leben der Frauen auf der Bauernhöfe massiv erschwert wird, wenn Sie diesen Zugang nicht haben, weil Sie unter Umständen nicht das, was Sie brauchen für den Betrieb, ermöglichen können, aber eben auch für die Verbindungen, für die Möglichkeit, mit Homeoffice auch irgendwo noch erwerbstätig zu sein. Höchst eindrücklich, die Frauen haben gesagt als Gemeindepräsidentinnen, sie sind jetzt massiv daran, für ihr Gemeindegebiet eine Versorgung zu haben, eben auch bis zum letzten Bauernhof, weil das aus ihrer Sicht eine Grundversorgung für ihre Bevölkerung ist, die sie ihnen ermöglichen wollen. Aber denken wir zum Beispiel auch gerade an die Erreichbarkeit der Notfalldienste. Jede Störung und jede Panne im Netz löst größte Turbulenzen und Unsicherheit aus, denn die Folgen spüren wir sofort und die Folgen können eben auch gravierend sein. Das heißt, die Erwartungen an die Stabilität der Telekommunikationsinfrastruktur, die sind zu Recht entsprechend hoch. Die Notruforganisationen, der Telekom-Sektor und der Bund, wir sind nun gemeinsam daran, für noch mehr Sicherheit zu sorgen, und zwar rasch. Der technische Fortschritt hilft uns dabei, aber es braucht auch eine gute Zusammenarbeit aller Beteiligten. Und hier, meine Damen und Herren, können Sie als Vertreterinnen und Vertreter der Fernmeldebranche einen wichtigen Beitrag für das Gemeinwesen leisten. Wir brauchen Ihr Wissen, damit in der Schweiz die Informationen störungsfrei fließen. Sie sind Teil eines Netzes, das die Schweiz zusammenhält. Knüpfen wir also gemeinsam an diesem Netz weiter, dann wird es noch stabiler. Und dann werden auch die Störfälle immer unwahrscheinlicher. Und zwar, wie das eben in letzter Zeit geschehen ist, obwohl eigentlich das gar nie hätte passieren dürfen. Eine Störung, wie sie letzte Woche zur Schließung des Luftraumes geführt hat und für Schlagzeilen gesorgt hat in der ganzen Welt. So etwas wollen wir nie mehr erleben, ebenso wenig wie die Pannen bei der Swisscom. Wie wichtig eine verlässliche Technik ist, zeigt sich auch während der Pandemie in aller Deutlichkeit, als viele Menschen eben von zu Hause aus arbeiteten oder studierten. Die Infrastruktur ist das Rückgrat des digitalen Service Public. In einer Zeit der zunehmenden Digitalisierung, die nach und nach alle, wirklich alle unsere Lebensbereiche durchdringt, ist ein verbessertes Angebot an Dienstleistungen für die Bevölkerung zentral. Die Schweiz verfügt über eine qualitativ hochstehende Telekommunikationsinfrastruktur mit einer praktisch flächendeckenden Verfügbarkeit von Breitbandanschlüssen im Festnetz, liegt die Schweiz im Vergleich mit den anderen OECD-Ländern an der Spitze. Darüber dürfen wir uns freuen, denn diese Infrastruktur macht die Schweiz attraktiv für die Bevölkerung und für die Wirtschaft. Bei der Verbreitung der Glasfaseranschlüsse bis in die Haushalte können wir hingegen noch aufholen. Da gibt es noch Luft nach oben. Der Bundesrat will die Grundversorgung mit einem zusätzlichen Angebot von 80 Megabit pro Sekunde ausbauen. Mein Departement arbeitet an einer Hochbreitbandstrategie zur Förderung der Netzinfrastrukturen. Und auch die Kantone sehen Handlungsbedarf. In Graubünden zum Beispiel und im Tessin sind kantonale Projekte zur Förderung der Erschließung, insbesondere eben der Randregionen, mit Ultrabreitband von 100 Megabit pro Sekunde und mehr angelaufen.
Meine Damen und Herren, die Schweiz ist auf dem Weg hin zu einer Hochbreitbandgesellschaft. Damit dieser Wandel gelingt, benötigen wir dichte und leistungsfähige Netze mit adaptiven Mobilfunkantennen für 5G, kombiniert mit einem gezielten Glasfaserausbau. Der rasche Ausbau des 5G-Netzes ist wichtig. 5G bringt uns mehr Leistung, aber auch Vorteile beim Schutz der Strahlung. Das ist für mich ein zentraler Punkt. Das Unbehagen der Bevölkerung gegenüber der Strahlung des Mobilfunks, die müssen wir ernst nehmen. Daher hat mein Departement veranlasst, dass die Verordnung über den Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung angepasst wird und dass es Rahmenbedingungen zur Nutzung der adaptiven Antennen gibt. Und zudem schauen wir genau hin. Der erste Bericht zum Monitoring der nicht-ionisierenden Strahlung in der Schweiz liegt bereits vor. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass dem Gesundheitsschutz Rechnung getragen wird. Wir werden das auch in Zukunft überprüfen. Die regelmäßigen Messungen sollen in Zukunft einen Vergleich der Daten erlauben. Und meine Damen und Herren, ich denke, das ist die wichtigste Grundlage, um Vertrauen zu schaffen, dort, wo es das Vertrauen noch nicht gibt oder wo es vielleicht brüchig ist, indem wir aufzeigen, wir schauen genau hin, wir kommunizieren offen und transparent. Ich denke, das ist ein wichtiger Beitrag eben auch zum Vertrauen und zur Akzeptanz. Ein stabiles Netz stärkt die Akzeptanz ebenfalls für die Telekommunikation. Wer zum Beispiel nach einer Rückkehr aus dem Ausland realisiert, dass die Datenübermittlung bei uns zuverlässig funktioniert, wird auch Hand bieten für einen Ausbau der Infrastruktur. Wenn ich Sie vorher gehört habe, Herr Bürki, Sie haben mir soeben erzählt, was Sie in den deutschen Zügen erlebt haben in Bezug auf Telekommunikation, dann sind Sie gerne in die Schweiz zurückgereist mit unseren Zügen. Mein Departement steckt mitten in der Arbeit an diesem Thema und wird dem Bundesrat nächstens entsprechende Bestimmungen vorschlagen. Was den Schutz der Netze, insbesondere für die Mobiltelefonie, bei einem flächendeckenden Stromausfall angeht, werden bald konkrete Vorschläge folgen. Und meine Damen und Herren, es tut mir leid, wenn ich das sagen muss, aber wir haben allen Grund dazu, diese Fragen und diese unangenehmen Fragestellungen wirklich in den Fokus zu rücken und gemeinsam alles dafür zu tun, dass wir eben auch für den Notfall vorbereitet sind. Eine weitere große Baustelle betrifft die Verwendung der Daten und die Kontrolle über ihre Verwendung. Im Bereich der Mobilität oder in der Energieversorgung helfen uns Datenressourcen gezielter zu nutzen. Dass Daten auch im Gesundheitssystem ein riesiges Potenzial haben, das wissen wir spätestens seit der Pandemie. Und das bringt uns zur Plattformisierung. Jede und jeder kennt Booking.com, kennt Facebook. So praktisch diese Plattformen sind, so klar ist auch, dass wir die Kontrolle über unsere Daten abgeben. Da haben wir auch eine interessante Diskrepanz häufig in der Bevölkerung, dass es, wenn es darum geht, Daten an den Staat abzugeben, sind größte Vorbehalte. Ich habe das kürzlich erlebt bei der Revision des Straßenverkehrsgesetzes, wo der Bundesrat die Automatisierung im Verkehrsbereich, also beim Fahren, vorantreiben will, aber gleichzeitig dann auch Daten an den Staat, also ans Astra, abgeben will, damit man die dort auswerten kann. Da gab es größte Vorbehalte. Hingegen dort, wo wir Daten an Private abgeben, ich glaube, das Bewusstsein ist noch immer nicht wirklich in der Bevölkerung angekommen, was das eigentlich letztlich auch für einen Preis ist, den wir damit bezahlen. Ich weiß, Ihnen muss ich das nicht sagen, Sie sind sich dessen bewusst. Mein Departement hat eine Diskussion darüber angestoßen, wie wir als Gesellschaft wieder die treibende Kraft werden können und bestimmen können, was mit unseren Daten passiert. Ich habe jetzt viel über Infrastruktur und Daten gesprochen, aber im Grunde geht es um die Menschen. Der Zugang für alle ist mir immer ein großes Anliegen. Und wenn ich sehe, wie rasch sich mit der Digitalisierung der Alltag verändert, da müssen wir uns immer auch bewusst sein, da gibt es immer Menschen, vielleicht auch immer einen größeren Teil der Menschen, die hier nicht mitkommen. Und ich spreche jetzt nicht nur von den Ü60, zu denen ich auch gehöre, sondern ich denke, es gibt einen Teil der Bevölkerung. Wir dürfen aus dieser Bevölkerung nicht abhängen. Wir müssen uns auch um sie kümmern. Meine Damen und Herren, ist unser Gehirn für die moderne Kommunikation geeignet? Vielleicht werden Sie es bald erfahren mit dem nächsten Referat. Klar ist, bei der Infrastruktur
geben die Politik und die Branche gemeinsam ihr Bestes, damit wir reibungslos miteinander kommunizieren können. Ich möchte Ihnen allen sehr herzlich danken für Ihr großes Engagement, für den Beitrag, den Sie leisten für unser Land, für unsere Bevölkerung, damit wir gemeinsam weiterkommen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Frau Bundesrätin. Die App funktioniert hervorragend. Es treffen laufend Fragen ein und das gibt mir die gute Gelegenheit, gleich in medias res gehen. Es sind natürlich Fragen, die die Branchenvertreter drängen. Eine zu einem sehr aktuellen Thema. Ich möchte gleich mit dieser Frage starten, weil sie auch am meisten geliked wird. Also wir haben quasi eine Priorisierung der Fragen und sie betrifft das Glasfasernetz, das Breitbandnetz, wo es ja eine Intervention gibt, der WEKO. Warum wird der Ausbau des Breitbandnetzes, insbesondere eben auch in den ländlichen Gebieten, durch die WEKO verhindert? Also diese Frage würde ich jetzt gerne an die WEKO stellen. Ja, es ist nicht Ihre Kompetenz, das ist richtig so. Ich müsste jetzt doch irgendwie versuchen, noch etwas mehr aus Ihnen herauszuholen. Also Sie finden das auch nicht optimal. Ich bin eine Anhängerin des Wettbewerbs, ich bin eine Anhängerin auch einer Wettbewerbsbehörde, das ist ernst gemeint. Ich habe auch immer mich dafür eingesetzt, dass die WEKO gestärkt wird, eben damit sie auch genau hinschaut, wo der Wettbewerb oder damit der Wettbewerb auch tatsächlich funktioniert. Ich muss Ihnen aber auch sagen, es gibt vielleicht Situationen, wo man nicht immer ganz genau versteht, was genau angeschaut wird oder warum eine Behörde zu einem Schluss kommt. Aber das ist dann nicht an mir in meiner Funktion als Bundesrätin, das zu kommentieren, sondern ich denke, mein Interesse, dass jemand hinschaut, aber natürlich, dass die Spielregeln dann auch klar sind und wir werden das sicher weiter genau verfolgen. Vielen Dank. Es gibt mehrere Fragen zu einem Thema, das eigentlich über dem ganzen Anlass auch schwebt und Sie haben es selber erwähnt. Je nach Perspektive kann man sagen, wir sind sehr gut unterwegs im internationalen Vergleich als Land, aber gerade in der Digitalisierung ist das nicht unbedingt so. Je nachdem, wohin man schaut, im Gesundheitswesen, in der Verwaltung, sind wir eben beispielsweise nicht so fit wie die Ukraine und da möchten mehrere Teilnehmer wissen, warum. Wo ist eigentlich das Problem? Also ob wir fit sind oder nicht, ich denke, es ist immer ein bisschen eine Frage der Perspektive. Es gibt sicher Staaten, die fitter sind als wir. Ich glaube, die vielleicht ganz grundsätzlich die Veränderungsbereitschaft in der Schweiz ist wir sind nicht ein Land, das Veränderungen grundsätzlich liebt. Wir sind eine sehr stabile Gesellschaft, wir haben ja auch ein politisches System, das sehr stabil ist. Und Veränderungen ist jetzt nicht etwas, wo man sagt, juhui, und dann, was können wir wieder ändern? Das sehen wir in den verschiedensten Bereichen. Wir sind auch mit dem Föderalismus ein komplexes Land. Ich sage jetzt Ihnen nur das Beispiel, mal ganz konkret, dieser 5G-Antennenausbau. Wir lernen übrigens daraus, wie die Frequenzen vergeben worden sind für eine nächste Situation, um das vielleicht auch besser vorzubereiten. Da waren wahrscheinlich die Kantone etwas überrascht, vielleicht auch überrumpelt. Die Frage der adaptiven Antenne musste zuerst noch geklärt werden, wie man das eigentlich misst, was die Vorteile sind der adaptiven Antenne. Da hatte man noch nicht einmal die Messmethodik. Das hat dann Reibung gegeben, sage ich jetzt mal. Reibung erzeugt ja immer auch Wärme, im positiven, aber vielleicht dann auch im etwas herausfordernden Sinn. Dann waren die Kantone, die ja Bewilligungsbehörde sind für die Antennen oder die Gemeinden in einer schwierigen Situation mit diesen adaptiven Antennen. Es gab Widerstand in der Bevölkerung und da ist zum Beispiel, ich sage das einfach als Beispiel, da hätte man wahrscheinlich mit einer besseren Vorbereitung wäre man schneller vorwärts gekommen. Ich denke, in der Zwischenzeit haben wir die Aufgaben gemacht. Ich bin sehr zuversichtlich, man wird die Vorteile dieser adaptiven Antenne sehr rasch sehen und dann auch die Kantone und die Gemeinden überzeugen können, dass sie dann mit den Bewilligungen wirklich rascher vorwärts machen.
Aber das ist vielleicht jetzt einfach ein Beispiel, das hat etwas vielleicht mit dem Föderalismus zu tun. Es hat auch etwas mit unserem Wohlstand zu tun. Es geht uns gut. Und wenn es mir gut geht, warum soll ich dann etwas ändern? Ist ein interessanter Punkt. Ich habe auch dieses Gefühl, dass die Leute wollen ja alle schnelles Internet und gute Netzwerke zum Telefonieren. Aber wenn eine Antenne dann in der Nähe gebaut werden soll oder aufgerüstet werden soll, dann sind sie dagegen. Es ist schon lange, viele Jahre an dieser Veranstaltung ein Thema, dass dieses 5G nicht richtig vorwärts kommt. In anderen Ländern, habe ich mir sagen lassen, wird das einfach zur Chefsache gemacht, weil es fast systemrelevant ist. Und da sagen manche Leute, es fehlt in der Schweiz ein wenig an Führungsstärke vom Bundesrat aus. Ja, das ist ein bisschen in Mode gekommen, einfach so Leadership zu verlangen. Ich bleibe mir auf dem Boden der Realität. Ich habe es vorher gesagt, Bewilligungsbehörde ist je nach, ist unterschiedlich, zum Teil der Kanton, zum Teil die Gemeinde. Da können Sie lange sagen, es sei Chefsache, aber am Schluss muss jemand in einer Gemeinde oder in einem Kanton ein Antennendossier in die Hand nehmen und dann sich der unter Umständen auch Bevölkerung stellen, die sehr kritisch ist. Ich war selber einmal in einer Gemeindeexekutive und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie dann in einem Quartier eine solche Antenne haben und die sagen Ihnen, wenn Sie diese Antenne bewilligen, dann sind Sie bei den nächsten Wahlen weg, dann überlegen Sie sich, ob Sie das Dossier vielleicht mal noch einmal auf die Beine legen und sagen, okay, ich habe noch viele andere Projekte. Einfach, schauen Sie, das ist auch sehr menschlich und deshalb war es ja so wichtig, dass wir gerade bei diesen adaptiven Antennen aufzeigen konnten, dass diese mit ihrer sehr anderen Art zu strahlen eben auch besser sind, also auch in Bezug auf den Strahlenschutz Vorteile haben. Und das müssen Sie dann in den Kantonen und den Gemeinden auch wieder verbreiten. Und die müssen das dann auch der Bevölkerung wieder weitergeben. Aber ich glaube, das ist auch eine menschliche Eigenschaft. Das ist aber nicht spezifisch für Ihre Branche. Ich habe ja noch andere Themen in meinem Departement. Alle wollen Strom, und zwar jederzeit und sicher, aber niemand will das Windrad irgendwo in Sichtweite. Niemand will Geothermie in seiner Region, niemand will den Stausee in den Bergen, niemand will die Flächen von Photovoltaik in den Alpen. Also ich glaube, das ist ein bisschen eine menschliche Dimension, die man begreifen muss, auf der einen Seite auch mögen muss. Ich mag die Widersprüchlichkeit der Menschen, ich liebe das. Aber gleichzeitig muss man dann auch Wege finden, um mit den Menschen, mit der Bevölkerung, mit den Kantonen und Gemeinden immer wieder Wege zu suchen. Und ich glaube, das haben wir letztlich in unserem Land auch gar nicht so schlecht geschafft. Ich möchte es noch etwas grundsätzlicher anschauen. Und zwar weiß ich, dass wir dann gegen Abend auf dem Panel mit den CEOs und der Vertreterin der ComCom auch darüber diskutieren werden, ob eben die Bereiche vergleichbar sind. Wir haben jetzt eine Strommangellage vor uns und das ist systemrelevant. Wir können uns wollen uns keinen Blackout leisten. Es gibt viele Branchenvertreter, die sagen, ja, die Telekom-Infrastruktur ist genauso systemrelevant, weil das ist die Basis für die Digitalisierung und deswegen müsste der Staat, also müsste der Bund hier sich stärker engagieren. Es gibt zum Beispiel Marcel Salaté, den Virologen, der aus den Erfahrungen mit der schlechten Digitalisierung in der Corona-Zeit gesagt hat, wir brauchen ein Departement für Digitalisierung. Oder es gibt Ideen, dass der Bund strategisch stärker führen müsste. Also eine sehr eben auch grundsätzliche Betrachtung. Ja, ich glaube, vielleicht hat die Pandemie etwas uns vor Augen geführt. Auf der einen Seite die Schwierigkeit, in einer solchen Krise wirklich noch agieren zu können. Ich höre jetzt doch auch immer wieder Stimmen, die sagen, letztendlich hat das die Schweiz und der Bundesrat nicht so schlecht gemacht, also verglichen vielleicht doch auch manchmal mit anderen Staaten, die ihre Bevölkerung eingesperrt haben während Wochen. Das haben wir, der Bundesrat in der Schweiz, nie so gemacht. Aber es hat eben auch in der Krise gezeigt, dass zum Beispiel gerade der Föderalismus schon größte Herausforderungen hat. Und ich glaube, und ich verstehe das auch, dass jetzt zum Teil das Bedürfnis ist, dass man sagt, man müsste mehr Dinge national regeln auf Bundesebene. Da muss doch jemand auch befehlen können. Ja, das haben wir zum Teil gemacht. Wir haben aber auch gesehen, zum Beispiel mit den Spitälern, wie schwierig das war. Der Bund konnte nicht einfach den Kantonen und den Spitälern einfach etwas befehlen. Und jetzt, glaube ich, müssen wir schauen, auch gerade vielleicht aus der Lehre dieser Krise, wo hat der Föderalismus, stößt er an Grenzen?
und wie müssen wir dem begegnen. Aber deswegen jetzt zu sagen, jetzt krempeln wir das ganze Land um und machen jetzt alles und zentralisieren, weil schauen Sie, die effizienteste Regierungsform ist die Diktatur. Da entscheidet eine oder einer. Und ich denke, wir müssen jetzt doch auch wieder Vertrauen haben in unseren Föderalismus, in diese vielleicht zum Teil etwas schwerfällige, komplizierte Regierungs- und Organisationsform unseres Landes. Aber, und das verstehe ich auch, ich denke, stellen Sie sich vor, für den Blackout, für diese Situation wirklich auch vorzusorgen und schauen, sind wir fit dafür? Und ich sage Ihnen vielleicht das Beispiel, Herr Kollege Parmelin und ich haben jetzt, wir haben die Strom- und die Gasbranche, die Kantone, Swissgrid, Elcom, das ist jetzt eigentlich so, wer im Energiebereich alles involviert ist. Wir sehen die Leute eine Zeit lang alle Woche, jetzt alle zwei Wochen, um wirklich zu schauen, wer macht was in diesem Land. Weil wir können jetzt nicht plötzlich sagen, der Bundesrat nimmt alle Stauseen in Besitz und turbiniert, wenn er das für richtig hält, aber wir müssen sicherstellen, dass hier für den Notfall auch vorgesorgt ist. Ich bringe vielleicht noch das Beispiel, der Bundesrat hat ja für die Strombranche einen Rettungsschirm, also wirklich für den Notfall, um zu verhindern, dass ein großer Stromunternehmen Konkurs gehen würde. Sie haben die Diskussion im Parlament gesehen. Also selbst im Moment, wo wir vorsorgen wollten, damit wir kein Notrecht anwenden müssen, kommt Widerstand aus dem Parlament, aus der Branche. Also das gehört halt eben auch zu diesem komplexen Land, das wir sind, aber letztlich ja auch doch sehr erfolgreich. Ich würde gerne noch etwas mehr mit Ihnen diskutieren. Wir hätten auch noch Fragen, aber wir sind fast am Ende unserer Zeit. Ich möchte noch etwas Persönliches gerne wissen von Ihnen. Und zwar werden wir auch eine Diskussion haben, anfangs nachmittags, über die Veränderung der Kommunikation bei den Digital Natives, also bei den jungen Menschen. Und da gibt es ja viele Entwicklungen, wo wir in unserer Generation nicht mehr so mitkommen. Es würde mich trotzdem interessieren, wie sich Ihr persönliches digitales Leben verändert hat. Ich frage jetzt nicht einfach, wie oft sind Sie auf dem Smartphone, sondern es gibt ja viele Anwendungen. Ich weiß, Sie haben das gesagt, Sie machen ja Musik auch, das mache ich auch. Ich habe jetzt beispielsweise, ich finde es großartig, man kann auf YouTube Videos, Teaching-Videos ansehen, wo man ein Stück lernt, oder ich kann mir in der Migros ein Rezept herunterladen für etwas, das ich kochen möchte. Also wie hat sich Ihr persönliches digitales Leben in diesem Bereich verändert? Ja, wahrscheinlich wie bei allen Menschen, es schleicht sich so in das Leben hinein. Und was mich wirklich in der Kommunikation, auch im persönlichen Familienumfeld, da fragt man sich am Tisch, wie hieß der schon wieder oder wann ist der geboren oder so. Und jemand schaut einfach immer sofort nach. Und einkaufen gehe ich mit dem Handy und das Rezept habe ich dann auf dem Handy und ich kaufe so ein und schaue, was ich gerade dazu noch brauche. Also ich spüre einfach, es schleicht sich in immer mehr Lebensbereiche hinein, so häufig auf eine sehr angenehme Art. Vorher hat der Bürki auch gesagt, das ist unglaublich, was man auf diesem Gerät einfach alles mitträgt. Und gleichzeitig, und ich denke, das ist die große Herausforderung, zwischendurch muss dieses Gerät einfach weg. Und ich denke, meine Generation schafft das noch, weil ich ein Leben hatte ohne dieses Gerät. Ich kenne das noch. Ich weiß nicht, wie das für junge Menschen ist, für Kinder ist, die kein Leben mehr kennen ohne dieses Gerät, ob sie wirklich sich auch noch vorstellen können, was eigentlich noch bleibt von einem und in der Kommunikation, zwischenmenschlichen, wenn mal das Gerät einfach weg ist. Und ich glaube, das ist vielleicht eine der ganz großen Fragen. Gibt es überhaupt noch ein Leben ohne dieses Gerät und was ist das noch für ein Leben? Aber da wird sicher Herr Professor Jenke Ihnen noch ein paar kritische Gedanken mit auf den Weg geben. Wollen Sie ihn gleich ansagen? Ich habe was vorbereitet. Nein, ein Scherz zum Schluss. Also, vielen Dank, Frau Bundesrätin Sommaruga. Herzlichen Dank. Merci. Frau Bundesrätin, noch im Namen von Asut ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Wir fühlen uns geehrt, dass Sie bei uns waren. Ich wünsche Ihnen, geht es so. Ja. Ich helfe Ihnen dann beim Tragen. Das ist gut.
Ich wünsche Ihnen ganz alles Gute, Gesundheit und vor allem viele gute Erlebnisse online, aber auch gute Erlebnisse offline. Vielen Dank, waren Sie da. Danke. Herzlichen Dank. Merci.